Sehr geehrte Damen und Herren, jeder dritte von Ihnen wird an Krebs erkranken. Entweder Brustkrebs, Prostatakrebs, ein Hirntumor, Lungenkrebs, Dickdarmkrebs, you name it. Jeder dritte. Was ist Krebs? Krebs ist eine Erkrankung, wo eine Zelle sich asozial verhaltet. Sie müssen sich vorstellen, der Körper an sich ist ein soziales System. Jede Zelle gibt und nimmt exakt so viel, wie sie braucht. Aber eine Tumorzelle ist ein asoziales Element. Es nimmt sich alles, was es kriegen kann. Blut, Nährstoffe, Sauerstoff. Und beginnt zu wachsen. Es wird größer, 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 proliferiert, ist auch sehr invasiv, nimmt sich den Platz und zerstört damit die Funktion von normalen Zellen. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Ich habe mich spezialisiert auf die Niere. Das ist ein Nierenbeispiel, nenne ich mal so. Wenn ich jetzt die Niere mit einem Skalpell öffne, überraschend, muss man dazu sagen, ist diese Orange einer Niere sehr ähnlich. Und zwar hat die Niere eine Rinde und einen Mark. Und hier in diesem Mark kann sich eine Zelle zu einer Tumorzelle entwickeln. Eine sehr asoziale Zelle. Sie wird invasiv, sie wandert bis an die Blutgefäße, zerstört dabei die Funktion von anderen Zellen und kommt in die Blutzirkulation. Das ist die zirkulierende Tumorzelle. Die kann sich dann festsetzen, zum Beispiel in der Lunge. Wenn sie in der Lunge ist, kann sie auswandern ins Gewebe und bildet dort eine Metastase. Und jetzt kommt das Wichtige. 90% der Patienten, die an Krebs sterben, sterben an diesen Metastasen und nicht am Primärtumor. Das heißt, die Metastasen sind die Killer. Jetzt kann man sich überlegen, gut, wenn die Metastasen die Killer sind, wieso schaue ich mir dann nicht diese Zellen an, die diese Metastasen verursachen, also einen Schritt früher? Genau das überlegen wir uns. Genau das ist meine Aufgabe. Ich versuche, diese Zellen aus dem Blut zu isolieren. Diese Zellen haben aber einen gewissen Nachteil. Sie sind sehr selten. Also muss ich vorstellen, so eine zirkulierende Tumorzelle ist im Durchschnitt, findet man eine Zelle pro Milliliter. Eine pro Milliliter. Ein Milliliter Blut, ja, hat aber 10 Milliarden andere Zellen. Ja. Das heißt, diese Zelle ist extrem selten. Wenn ich das jetzt umlege auf ein Beispiel, wir haben ca. 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten, aufgerundet 10 Milliarden, dann ist ein Mensch unter allen Menschen die Tumorzelle. Sie können sich jetzt überlegen, wer das ist in Ihrem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, aber es ist genau diese eine Person. Jetzt ist es natürlich zu sagen, okay, wie kann ich die aussortieren? Naja, diese Tumorzelle hat einen gewissen Charakterunterschied. Und zwar, sie ist ein bisschen größer. Ja? Das heißt, Sie gehen auf die Straße, Sie sehen jemanden, der ist 3,20 Meter groß, das ist die Tumorzelle. Die Tumorzelle ist 20 Mikrometer groß im Durchschnitt, Normalblut sind 10 Mikrometer. Und was ich jetzt mache, ich benutze eine Filtration. Sie müssen das so vorstellen, das ist ein Milliliter Blut. In diesem Milliliter Blut ist jetzt eine Tumorzelle, die versenke ich hier drin. Zweimal gewendet, die Tumorzelle ist nicht mehr sichtbar. Unter den Milliarden anderen Zellen. Aber mit einer Filtration, und dazu benutze ich ein Polycarbonat, Filter, der mit einer definierten Bohrengröße von 8 Mikrometer alle Blutzellen durchlässt, aber Tumorzellen bleiben darauf zurück. Und siehe da, da ist die Tumorzelle. Und was wir jetzt machen ist, wir isolieren die DNA, wir vergleichen das Erbgut dieser Zelle mit dem Erbgut des Primärtumors und schauen dann, wo sind die Unterschiede, was macht diese Zelle so aggressiv, was sind die Schwachstellen, was für Mutationen tragen diese Zellen, die zum Beispiel im Primärtumor nicht vorhanden sind. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, 30% von Ihnen werden an Krebs erkranken. Das stimmt, aber nicht 30% von Ihnen werden an Krebs sterben.